So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen spontanen Stream. Und zwar Samstagnachmittag wollen wir mal eine Runde in Valheim reinschauen. So ein Wikinger-Spielchen, so ein bisschen in pixelartig gehalten. Ich bin mal ganz gespannt. Ich freue mich da dermaßen drauf, Ehre drauf. Wir haben auch einen wunderschönen Community-Server. Den haben wir bei uns auf dem Discord, könnt ihr den Server zum Beispiel finden. Da können wir gerne zusammen drauf zocken, das ist überhaupt kein Problem. Das können wir gerne machen. Wer Bock drauf hat, ein Video gehabt. Raskia, schön, dass du reinschaust. Das Game macht Fun, sagst du. Super, ich freue mich auch drauf, extrem. Wie gesagt, ich wollte das eigentlich gestern Abend, Freitagabend wollte ich das eigentlich anzocken, aber da machte Steam mir einen Strich durch die Rechnung, da ging ja irgendwie gar nichts. Leider, aber na gut, wir haben auch so ein bisschen Spaß gehabt und das war schon ganz toll. Pass mal auf, wir wollen das mal spielen hier. Ist deutsche Übersetzung, hast nicht gesehen, aber ist noch nicht so ganz 100%. Aber das wollen wir doch jetzt mal testen. Spiel starten, so. Ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, ich lasse mal die Kamera an. Mal sehen, wie es euch gefällt. Hier kann man es schon sehen. Die pixelartige Geschichte. Ich finde das ja richtig cool. Charakter auswählen. Was für ein Charakter? Wir brauchen einen neuen. Ach, guck mal einer. Da ist doch schon mal einer. So, männlich, weiblich. Tun sich nicht viel, ne? Na gut, pass mal auf. Hautfarbe. Wir gehen so ein bisschen in die Mitte, ne? Wir basteln erstmal unseren Charakter. Keine Haare geflochten. Geflochten zwei. Kann man den drehen? Ach, das ist doch cool. Das ist doch cool. Was sind es noch hier? So ein Dutt? Na, ich weiß nicht so recht. Na, ich hasse... Kurz. Kurz zwei. Kurz zwei, okay. Lang. Ah, das sieht wild aus, ne? Das passt, ja, das passt zu mir. Pass auf, Bart muss er auch natürlich haben. Ein bisschen viel. Na, Arme. Wir kommen da, glaube ich, hin. Das ist aber ein bisschen übertrieben. Ja, ein bisschen eine Idee zu viel. Noch so. Was haben wir sonst noch? Das ist lang 2. Haben wir noch was anderes? Der andere, das gefiel mir. Das war schon gar nicht mal so schlecht. Da kann man so ein bisschen Fehlerfans reinmachen, wenn man so will. Ringe und so ein Tunnelkram, was man so haben will. Ne? Haarfarbe. Haarfarbe. Wir sind mehr so blonde, ne? Blondheit. Ah, der Graue, ne? Wir sind nicht der Weiße, so der Graue. Der Graue passt besser. So, Namen eingeben. Wie heißen wir denn? Ich würde mal sagen, das nehmen wir mal so hin, wie es ist, ne? Das passt doch. So, wie gesagt, und wenn das mit dem Sound nicht hinhaut, schreibt das in die Kommentare oder schreibt das hier von mir aus dem Chat auf jeden Fall rein, damit wir wissen, was hier los ist. So, fertig. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Das Röckchen ist ein bisschen kurz, aber sonst... Nicht, sonst ist, ja. Man kann bestimmt auch mehrere Charaktere machen. Und was ich gelesen habe, nicht? Wenn man einen Charakter hat und den hier in Singleplay zockt und macht und tut und einkleidet und hast du dich gesehen mit allen möglichen Schickimickis, was er nachher so als Extras hat, dann kann man den natürlich auf dem Community-Server auch spielen. Auf öffentliche Server kann man den auch spielen. Auch, das Problem ist, manchmal ist da auch PvP mit an, wo ich ja nicht so der große Fan von bin. Und wenn sie dich dann abschlachten, ist dein Kram weg. Das ist der Nachteil. Also du nimmst, wenn du willst, deinen Krams mit. Auch auf dem Server. Du fängst da nicht neu an, du nimmst den Kram so mit, den du hast. Das finde ich cool. Das finde ich echt, echt nicht schlecht. Hallo Katral, herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. So mit Kamera mal diesmal und alles Mögliche. Was ohne mich? Mein Gott. Ja, ich wollte mal kurz reinschauen. Ich wollte mal kurz so die ersten Schrittchen so machen und dann müssen wir unbedingt mal einen Termin ausmachen, dass wir das zusammen zocken, dass wir da zusammen auf dem Server was machen. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Pass mal auf. Starten. Wir starten jetzt. So. Welt auswählen. Welt. Pass mal auf. Torheim. Keine Ahnung. Seed. Fertig. Keine Ahnung. Also Seed nehmen wir mal so hin, wie es ist. Den Server nehmen wir noch nicht. Wir machen das mal hier auf dem Single-Welt. Wir können das später sowieso, glaube ich, umschwitchen auf, ja, was so passt, ne? Wir machen das mal so. Torheim. So, Passwort. Server-Passwort. Nee, ist kein öffentlicher, ne? Ist geschlossen, oder? Oder geht das nicht? Community-Server? Nein. Server starten? Ja. Passwort? Dings starten? Ja. Hallo Schlumpfine! Schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Heute mal, wie gesagt, spontan. Wir starten mal. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Ein Schwert haben wir schon mal. Das ist schon mal cool. Ja. Schwert ist schon mal cool. Und Kaffee ist auch am Start, ne? Natürlich. Kaffee ist, ne? Katal, du sagst, du magst das Game. Mhm.
Also ich bin gespannt. Wie gesagt, ich bin gespannt drauf. Ich mag ja auch diese pixelartige Geschichte so ein bisschen, diesen Stil. Ich mag den irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Obwohl ich nicht so der Minecraft-Typ bin, Fan bin. Habe ich früher auch immer gezockt, aber nee, das war nicht so. Ich mag diesen Stil halt. Dieses Außergewöhnliche. Das muss nicht alles so 100% glatt sein und super und ach, was weiß ich, was es gibt. Nein, das ist schon, ne? Vor langer Zeit vereinte Wallvater Odin die Welten. Nachdem er seine Feinde niedergerungen hatte, schleuderte er sie auf die 10. Welt, bevor er sie zwecks der Weltenbaum geschickt. Ich kann so schnell nicht lesen. Ach du Scheiße, müsst ihr selber lesen. Ich lese das jetzt nicht vor. Okay, so. Wenn er einen Namen hast nicht gesehen, und, als Odin vornahm, das ist die erste. Das ist schon mal cool, dass das auf Deutsch ist. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Das finde ich gut. Aber die sind ja auch fleißig am Machen da dran, ne? Also die machen ja was. Ist ja nicht so, dass das hier alles tot ist. Das Vögelchen. Ich muss mich mal kurz weg hier. Ich glaube, da hängen wir dran, ne? Sehen wir das? Das ist aber ein ordentlicher Vogel. Ein bisschen abhängen, genau, total. Genau, wir hängen mal ein bisschen ab. Ab ins Grüne. Ach du Schande. Oh. Sei gegrüßt, Krieger. Da sind wir wieder. Da sind wir, tropfnass. Da fühlen wir uns richtig pudel. Wohl. Okay, Fatih. So, wir sind ein bisschen pixelartig. Ich hoffe, das läuft alles so, wie es eigentlich soll. Was haben wir hier? Die Runensteine, das sind bestimmt unsere Gegner. Wir sollen dann 5 Gegner hier erlegen. Das ist so unsere... Ich meine, das ist ja auch die Welt, wenn wir hops gerannt sind, sozusagen, nicht? Wir sind sozusagen, nicht? Tödlich tot, sozusagen, nicht? Und, ja... Denn wollen wir doch mal sehen, dass wir hier das irgendwie überleben. Was haben wir hier? Ach, wir haben erstmal den Geier, ne? Hugin. Wir sprechen mal mit ihm. Hi, mein Freund. Willkommen in der 10. Weltkrieger. Ich bin Hugin. Ich wurde an diesem Ort gesendet, um dich zu führen. Das ist großartig, weil, ne, sonst sind wir total verloren hier. Die dich umgebende Megalithen sind Opfersteine. Sie repräsentieren all die Wächter, die du bezwingen musst, um dich Valhallas würdig zu erweisen. Das ist alles Kleinkram. Kriegen wir schon hin. Ja, diese Bewegungsentscheidung. Stimmt, das ist auch so ein Teil. Das nervt mich auch dermaßen. Kann ich das um... Ich muss mal hier was ausloggen. Ne, Einstellung, da. Einstellung. Geräusche, Grafik, da. Blum, weg mit dem Sheet. Da braucht kein Mensch. Und Bewegungsunschärfe raus. So, der Rest ist alles Tutti, ne? Ich würde sagen, das ist alles Optibest. Einstellungen, Menü schließen, nochmal hier raus. So. Ach, das ist viel besser. Viel besser. Wir tropfen immer noch auf die Hölle. So. Gut, das sind dann alles Opfersteine. Können wir den lesen? Ich wollte gerade sagen. Sein Geweih aus Eisen ist kein Witz. Er zerschmettert alles, Berge, Baum und Kind. Seine Hufe klingen wie ein mächtiger Blitz. Seine Stimme tönt wie der mächtige Wind. Okay, das wird so sicherlich so ein... Hey, ja. Wir sind schon mal gefährlich, ne? Also, was haben wir hier denn? Oh, was Großes. Trophäenhaken. Aha. Ich habe nichts zum Ranhängen. Kann ich die mal auf Verstein lesen? Genau, was wollen wir denn? Ich bin König, bin Erster im Wald. Ich beherrsche die Tiere, ich kenne ihren Pein. Meine Wurzeln wuchern die Städte sehr alt. Ihre Fleisch ist mein Mahl. Ihr Blut ist mein Wein. Sehr netter Kumpane, der gefällt mir jetzt schon. Finde ich gut. Finde ich also nicht. Doch, ja. Der ist ein bisschen einer von der übergroßen Sorte. Wir haben ja den Breitenstein gewählt. Zum Glück wird das übersetzt, sonst hatten wir echt Probleme, ne? Die Runen zu lesen. Wanderer, schau, mach zu deinen Füßen. Schau zu deinen Füßen. Schau, was du tust. Du betrittst unser Grab. Hier liegen unsere Knochen. Du wirst es büßen. Wir ziehen dich herum. Du brauchst einen Sarg.
Auch ein netter Kumpel. Freut mich, jetzt schon den kennenzulernen. Was haben wir hier denn? Sieht aus wie ein Drache, so ein bisschen, ne? So ein bisschen da oben, so ein Drachenmaul, da so ein bisschen hier, ein bisschen Flügel eventuell. Opferstein lesen, mal gucken. Wir müssen ja mal lesen, was hier steht. Schwarze Flügel vom Mond bis zur Sonne schwebt unsere Mutter vom Gebirg hernieder. Ihre weinenden Tränen fallen wie Regen. Ihre Stimme ruft uns erneut heim. Also irgendwas Fliegendes auf jeden Fall. Das ist schon mal auch sehr nett. Und er hier sowieso, ne? Er ist hier der Ober und das wird so richtig lustig mit dem hier. Glaube ich schon. Vor vielen, vielen Jahren trug er eine Krone. Der Himmel war rot. Man konnte es sehen. Heute ist er nichts. Eine Asche, die Staub. Ist Asche, ist Staub. Mein Gott. Doch sein Geist wird niemals vergehen. Was ist denn da so am Rumpeln? Das ist der Knecht. Der macht hier so ein Larry. So. Registrierter Ort. Oh, ach, das ist unser erster Gegner, höchstwahrscheinlich. Was ist denn das hier? Mach mal einen Blick her. Für andere Spieler sichtbar. Oh Gott. Also vom Konzept ist das Game top für den Early Access Game. Genial. Rastgame. Muss ich dir zugeben, also muss ich zustimmen, das gefällt mir jetzt schon richtig gut. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Sprechen. Der Stein ist ein... Was steht da? Wegvisier. Okay, seine magischen Steine wurden durch Odin über die Ländereien verstreut, um als Markierung für den Ritualboden von Wächtern zu fungieren. Wenn diese Steine hier genauso untersuchen, wenn dieser Stein hier genauso untersucht wird, gibt es den Beschwörungsort von Aiki, hast du nicht gesehen, Preis deiner ersten Beute. Da diese Bestie ja überaus mächtig ist, solltest du dich zunächst entsprechend bewaffnen, bevor du auch nur daran denkst, dich ihm zu... Ja, das ist klar. Das ist sowas von logisch. Sicher. Upsala. Jetzt hoffe ich nicht, dass er geplatzt ist. So, die Welt ist riesig, wenn man rauszoomt. Kann man das mal? Die Welt ist riesig. Ja. Aber hoffentlich fallen wir über den Tellerrand nicht raus. Das ist nun die Sache, ne? Ich hoffe, das klappt da nicht. Ich hoffe, das geht da nicht. So, was haben wir hier? Ast. Aufheben. Heb mal auf. Hui, Stein, hui. So, hier, lass mal der Geier. Hugin, sprech mal mit ihm. Die meisten Objekte müssen hergestellt werden. Da du Milgrad allerdings kürzlich verlassen hast, musst du dich an die wahre Form des Objekts zunächst erneut erinnern. Hebe einfach alles auf, was du findest, und es fällt dir schon wieder ein. Okay, mein kleiner Bruder Mumin sagte mir, dass sich mit Hilfe von Holz und Stein eine Steinaxt herstellen lässt. Großartig. Schön, dass wir das schon wissen. Das finde ich echt, find ich optimal. Gut. So, wir laufen ein bisschen rum. Ist er wieder geplatzt? Ja, ja. Der hat, glaube ich, Blähung. Das ist, glaube ich, ganz schlecht für den. So. Wir sammeln mal auf und mal sehen, was wir alles so finden. Hier ist ein... Was macht hier so... Was macht denn hier so... Fähigkeit, wenn wir so unbewaffnet. Ja, ich kriege es. Und ich weiß gar nicht, was ich mache. Ich schlage mal drauf zu. Siehst du, das war doch was. Aber was war's? Was macht denn da so ein Krach? Weiß keiner so genau. Pass mal, da hinten ist noch was. Wir haben auch Ausdauer. Ach, diese Ausdauer. Ich liebe das jetzt schon. Ausdauer ist mal schön. Den Stein nehmen wir mit. Hier liegt noch ein bisschen Holz rum. Ach, guck mal einer an. Nimm mit das Teil. Wenn er schon da rumliegt. So, ein Stein auch, ne? So. Irgendwas ist hier doch. Raski, hast schon ein paar Stunden gespielt. Extremer Suchtfaktor. Ich bin mal gespannt, wie gesagt. Ich bin mal so gespannt. Wie gesagt, im Moment gefällt mir das schon richtig gut. Was knurrt hier denn so? Da hinten, oh, ja, da hinten ist ein Hirsch. Oder ein Reh oder irgendwas. Das ist bestimmt was zu essen. Essen ist immer schön. So, nimm mit. So, den auch. Was haben wir hier? Oh, warte, 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 was? Ein Ast. Nimm mit, nimm mit, nimm mit, nimm mit. Nimm mit, nimm mit, nimm mit. So, pass mal, wie kann ich denn hier Sachen machen und bauen? Steinaxt. Oh, hier, guck mal an. Steinaxt, Hammer, Keule. Fertige. Palim, palim. Sehr cool. Oh, jetzt gibt's hier Haue. Ja, nun geht's hier los. Okay, das geht nicht. Aber hier ist bestimmt was. Holzhacken. Oh, wir verbessern unsere Fähigkeiten. Großartig.
Passt man Bäume. Steht da Bäume fällen auf, das kann ich erschlagen. Ach, das kann man auch mal machen. Cool. Baum fällt. Das fällt. Geh mal lieber zur Seite. Jetzt, wo du sagst, das ist gefährlich, denn wir wollen ja nicht, dass wir uns hier. Genau, schnapp dir mal den Baumstumpf. Das ist ein bisschen lang, der muss ein bisschen im Format geschlagen werden hier. Geht das überhaupt? Man sieht es gar nicht. Na also, so kann ich den so mitnehmen. Komm, schnapp dir den Baum. Geht nicht. Alter, wie groß ist denn der? Du darfst hier nicht spoilern, Katran. Learning by Duel. Oh, was bist du denn, Finder? Ups, da ging einer Dampf auf. Ach du Schande. Komm her, ich hab hier was für dich. Komm mal ein bisschen dichter. Warte mal, ich bin da. Ich hab hier eine Axt für dich. Okay, der konnte nicht viel ab. Baumharz. Hier ist auch noch was. Bäumherzle. So. Ja, oh, den ich hol's rum. Was ist das hier? Pilze. Mein Gott. Für die Pilzcremesuppe, die wir noch machen wollen. Oh, was liegt da noch rum? Da liegt noch was rum. Baumstumpf. Den kann man, glaube ich, auch zerlegen. Kann man nicht Dauerfeuer machen? Das geht nicht, nein. Mach dich weg, Baum. Meine Ausdauer ist ziemlich im Keller. Mach dich weg, Baum. Endlich. Hühot. Das war's? Okay. Und hier ist noch ein Baumstümmchen, die nehmen wir auch mal mit. Bessere Fähigkeiten. Äxte 3. Stein, Axt, Hammer, Äxte 3. Wo haben wir sowas denn? Was haben wir denn? Oh, was haben wir denn noch? Aktive Effekte. Gordeln. Inventar. Willkommen. Wir haben keine Effekte. Nee, aber nicht. Was ist das hier? Fähigkeiten. Haben wir Fähigkeiten? Oh ja, also die wachsen bestimmt mit dem, was wir machen, ne? Keulblocken unbewaffnet. Rennen. Sprinten. Äxte 3. Holzhacken 8. Ach, das ist der Vogel schon wieder. Ja, wir müssen erstmal hier ein bisschen Holz hackeln. Das nützt ja immer nichts, ne? So, Vogel. Was los? Ein leckeres Häppchen. Du hast etwas zu essen gefunden. Verzehre es, um dein Leben und Ausdauer wiederherzustellen. Bedenke, es ist nicht lange dauert, bis du hungrig wirst. Du solltest immer einige Nahrungsmittel bei dir tragen. Ah, gut. Musch. Das geht nicht, ne? Da brauchen wir was anderes für. Ich glaube, ein Hammerle. Sollen wir eine Keule bauen? Mit Keule draufhauen wäre gar nicht schlecht, ne? Keule 4. Oh, ach, die fallen ja auch irgendwann auseinander. Und wir haben auch noch, wir können auch nicht so viel mitschleppen, wie wir wollen. Na super. Na ja, gut. Warum soll sich das ändern? Warum soll das anders sein, hä? Oh, was war das? Habe ich jetzt nicht so schön gesehen. Wo gibt's denn was zu essen? Ich habe irgendwie. Ich habe nicht gesehen, was man kriegen kann. Wo findet man denn was zu essen? Ich sehe nichts. Ah, das haben wir sowieso auf. Da war doch ein bisschen Holz. Okay, gut. Hier ist Worte. Können wir das trinken? Können wir nicht. So, den ersten nehmen wir noch mit. Was mir fehlt, ist ein bisschen so ein Tutorial, ne? Hoppala. Kriegst du mal einen mit. So. Das ist zerplatzt, der kleine Knirch. Du warst ein Stein. Und sonst noch ein Harz. Das sind die Harz-Jungs. Ne? Die Harz-4-Jungs. Wissen wir auch, wo die herkommen. Wissen wir auch, wo die herkommen. So. Fähigkeiten verbessert. Springen. Oh, da hinten ist ein Schwein. Mein liebes Schwein.
So, kann man sehen, wo er hin ist? Ah, wir laufen hier so ein bisschen quer durch die Gegend. So, ich bin gleich wieder da. Sekunde, ich muss mal kurz... Ah, Sekunde. Ich gehe mal hier drauf. Hier bin ich, glaube ich, sicher, ne? So, ich bin gleich wieder da. Sekunde. Mal kurz raus hier. So, wieder da. Eine Sekunde, so. Ich finde es genial, das Essen auch verbrennt. Das Essen kann verbrennen? Ja, muss es auch, damit man Kohle bekommt. Wisst, ich muss Essen verbrennen, damit ich Kohle bekomme? Was ist denn das für ein Spiel? Dann nehme ich doch kein Essen, dann nehme ich doch Holz für, wenn ich Kohle brauche. Also Holzkohle zum Beispiel, nicht? Geht doch anders. Okay, gut. Das ist schon mal großartig. Jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Ich laufe jetzt ein bisschen durch die Gegend. So. Jetzt haben wir ein Inventar. Genau. Ich wollte mal in den Inventar gucken. Haben wir da. Ja. So, was können wir denn noch machen? Der Fackelsteinhammer. Das ist ein Hammer. Der zum Bauen benötigt wird. Steine 2. Fertige. Fehlende von... Wieso? Ich habe zum... Fester Stein. Ich habe da so viele von. Ich habe einen von 50. Ach du Schande. Einen von 50. Warte mal. Dann kann ich nicht bauen. Ich krieg dich. Nee, es geht nicht. Ich krieg dich nicht. Hier knurrt schon wieder irgendwas. Wir laufen ein bisschen. Dann kriegen wir Gottes Segen. Weißt du, dann kriegen wir so einen kleinen... Warte, wo laufe ich denn hin eigentlich? Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Ich glaube, ich soll hier hoch, ne? Irgendwas ist hier oben nämlich. Da bin ich noch gar nicht gewesen. Lauf mal da hoch. Das, glaube ich, wird schon richtig sein. Hört, da war ein Stein. Buche, Stein, hier ist auch nochmal ein Stein und da war noch ein Stein. So, jetzt kann ich mir. Was? Stein aufheben. Was machst denn du? Mach mal einen Hammer. Neue Gegenstand, neue Objekte. Hast du nicht gesehen? Ach du großer Gott. Kochstation, Bauoption. Oh Gott, 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 Gott. Was haben wir denn hier noch? So, Trophäen. Haben wir Trophäen? Haben wir nicht. Ach Gott. Schaden von Spielern an. PvP. PvP, PvE. Ja, ist ja egal. Spielt ja keine Rolex. So, craften. Was kann ich denn sonst noch machen? Nichts. Ich müsste denn... Was, wie kann ich denn was craften? Krieg auch noch raus. Krieg ich irgendwie hin. Pass mal auf. Der Hammer ist 4, ne? Ich bin der Hammer. Oh, das ist doch mal interessant. Lagerfeuer, Holzstoß, Steinhaufen, herstellen. Guck mal hier, da. Werkbank. Die ist bestimmt interessant. Kochstation. Bauen. Dekorieren. Und dekorieren. Immer schön. Nie. Mach mal einen Rechtsklick auf den gesamten Pilz im Inventar. Man kann ihn essen. Ja, ich lebe noch. Du kannst nicht mehr Pilze essen. Ach, gut. Okay, was haben wir hier denn? Buchensamen. Kann ich die essen? Nee, leider nicht. Nee, kann ich nicht essen. Was ist das hier? Zerlumptes Hemd. Ach, das ist meine Klamotte, ne? Ich glaube, das... Hier ist schon wieder unser Geier. Hallo, mein Freund. Warte mal, ich komme mal hin. Erzähl, was hast du zu sagen? Ich bin direkt vor dir. Das geht irgendwie nicht. Vielleicht muss ich von hier kommen. So, hallo? Oder ich hab das Verkehrte in der Hand. Ah, jetzt geht's. Ich darf den Hammer nicht haben. Du hast einen Hammer hergestellt. Mit diesem Werkzeug kannst du mächtige Hallen und große Befestigungen aus dem Boden stampfen. Beginne mit der Errichtung einer Werkbank.
mit deren Hilfe du andere Dinge herstellen kannst. Sehr schön. Soll ich das hier unten bauen? Oder kann ich das so unten? Ich kann das so unten bauen, glaube ich, ne? Pass mal auf. Dann bauen wir das, den Krams mal hier unten. Links unten in der Ecke siehst du, ob du noch satt bist. Warte mal hier. Naja, ich habe hier was für dich. Ich muss nochmal hier. Warte mal. So, ich bin noch nicht so weit. Nochmal an mir noch. Zack. So. Die sind noch relativ leicht. Die verdunsten auch relativ schnell. Das weiß ich nicht. Ach, habe ich mitgenommen. Ach, das brauche ich gar nicht anklicken. Das brauche ich nur rüberrennen. Höchstwahrscheinlich. Glaube ich. So. Bau mal was. Ich baue mal was. Bau mal was herstellen. Werkbank. Bau mal eine Werkbank. Kann ich da nicht bauen? Großartig. Warum nicht? Warum nicht? Warum kann ich eine Werkbank nicht bauen? Weil. Holz. Habe ich nicht genug Holz? Die mystische Kraft stoppt dich. Ach, ich bin zu dicht dran vielleicht hier. Ich darf hier gar nicht. Okay. Ich darf nicht zu dicht dran. Ah, das ist super. Warte mal, ich geh mal hier weiter. Wo gehen wir denn hin? Hier so? Wo darf ich denn bauen? Komm, lauf mal weiter. Ah, hier geht's. Okay. Ich darf nicht da unten bauen, weil dann sonst kriege ich Ärger mit Odin. Dann ist er ein bisschen beleidigt und angeschnappt. Das wollen wir ja nicht, ne? So. So, pass auf. Das sieht hier aus wie bei Hempels. Kann ich das Ding auch drehen? Drehen irgendwie? Ach, das geht mir da. Süß, das ist auch großartig. Großartig. So. Palim, palim. Der Geier ist auch wieder da. Geh mal weg jetzt hier. Mach das mal. Fü. Mach das weg. Wie geht das weg? So, jetzt. Ah. Nimm den Hammer mal aus der Hand. Das ist ja furchtbar. Hallo Vogel, du hast eine Werkbank hergestellt. Die Werkbank erlaubt dir die Herstellung komplexer Objekte und gewährt dir Zugriff auf weitere Gebäudestücke, die du mit dem Hammer herstellen kannst. Ist ja ein toller Hammer. Ich mag den. Super. Ich mag den Hammer. Soweit. Werkbank benutzen. Station braucht ein Dach. Das ist super. Wieso braucht das jetzt ein Dach? Ich mag das. Das gefällt mir jetzt schon. So, herstellen. Bauten. Ach, jetzt können wir hier alles Mögliche drumherum bauen. Da kann ich jetzt mit bauen. Ist ja Hammer. Ist ja der Hammer, Alter. So, ein Holzboden. Das ist natürlich schade, dass ich den nicht unter die Werkbank schieben kann. Aber ich weiß nicht, die Werkbank kann man nicht mehr bewegen, ne? Das ist Schicht, ne? Holzpfosten. Mein Gott, wie macht man denn das jetzt hier? Das Dach benötigt die Werkbank nur, wenn du etwas reparieren willst. Später kannst du eine Art Schaufel den Boden einebnen. Ach du großer Himmel. Was haben wir? Holzwand? Holzboden einmal eintäuben und zweimal zwei. Sehr schön. Gut. Könnte ich jetzt bauen. Hilft mir aber jetzt irgendwie nicht großartig, ne? Weil hier ist alles krumm und schief. Grüße dich, Krieger. Wie? Schon wieder? Du lässt mich hier nicht in Ruhe, ne? Es ist auch dunkel hier, muss ich mal sagen, ne? Hier braucht man ein bisschen Licht. Wenn die Temperatur bei Nacht fällt oder wenn du durchnässt bist, wird dir kalt, wodurch deine Ausdauerregeneration sinkt. In diesen Fällen solltest du bei offenem Feuer Zuflucht suchen. Ja, Platz. Gut. Feuer. Einleben. Achso, das kann ich auch einleben. Über die Hammer. Hammer, Hammer. So, was ist denn hier? Kann man nichts machen, ne? Was haben wir hier? Ein Steinhaufen, Holzstoß und Lagerfeuer. Herstellung. Kochstation bauen. Was ist das hier? Reparieren, ist klar. Holztor. Ja, voll cool. Das ist ja was für mich da. Alter, ich gebe jetzt nicht aber schon was tun. Ein Bettchen. Eine Kiste. Und ein Standfeuer. Standholzfackel. Großartig. So. Dass das hier dunkel ist, ist schlecht, ne? Weil man sollte erstmal irgendwie ein bisschen
irgendwas Bodenmäßiges machen. Kann ich denn schon was anderes bauen? Du sagst eine Schaufel, ne? Eine Schüffel, kriegt aber nicht hin. Wird nichts werden. Kann ich hier irgendwie einen Boden dahin friemeln? Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie das Einrasten funktioniert. Ich kann mich nicht sehen. Okay, ich bin jetzt im Weg. Wie immer. Das kenne ich ja nicht anders. So. Aber hier nochmal fehlende Voraussetzung. Was ist denn Voraussetzung? Holz, ne? Holz ist eine Voraussetzung. Das finde ich auch. Holz ist eine Voraussetzung. Da werden wir mal kurz mal hier, ne? Klaus Buche mal kurz. Ja, beschützt mich. Baum fällt, Freunde. Baum fällt. So, jetzt werden wir den hier mal kurz. Da ist schon wieder so ein Hans Franz. Muss mal eine Keule. Das kriegst du mal hier. Warte, ich muss mal hinterher. Ich bin der Keulenmann. Warte, du bist so ein bisschen. Jetzt kriegst du das hier mal. Das kann ich ja sagen. Nicht mit. Also, nicht mit Zova. Bleib mal stehen. Siehst du? So. Der ging gleich mal in Dampf auf. Der musste mal Dampf ablassen. Nimm doch mal die. Wo ist denn das Ding da? Die Axt, nimm die Axt. Die muss repariert werden. Ich glaube das ja auch nicht. Wie geht denn sowas? Axt? Axt? Hilft mir nicht, ich muss neu bauen, ne? Kaputt. Okay, ich sollte. Wo ist meine. Da. Hallo, Werkbank. Hallo, Werkbank. Werkbank. Wo sind wir damit? Den Hartmut? Hartmut Hammer? Geht nicht, weil das Ding kaputt ist. Muss ich einen neuen bauen, höchstwahrscheinlich. Kann ich so nicht benutzen. Steinaxt. Okay, geht auch nicht, weil ich kein Holz und keine. Na toll. Das fängt ja super an. Läuft bei uns. Ach ja, Hunger habe ich auch noch. Das ist ja großartig. Dann mach mal hier, ne? Hau dir mal so ein Pilzchen rein. Ich weiß nicht, was hier noch so ist. Oh, hier. Bärchen. Guck mal da. Bärchen haben wir hier. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich hau hier mal wirklich drauf los. Irgendwas geht ja kaputt. So, habe ich ein Holz gesammelt? Ich habe ein Hölzchen. Super. Kannst du noch eine Axt jetzt bauen? Geht nicht. 5 Holz brauche ich. Warte mal, hier ist noch was zu essen. Hab's. Da ist noch ein Steinchen. Mmh. Und hier ist auch noch Holz. Holz. So, was habe ich jetzt? 6 Holz. Ja, wir brauchen noch ein Steinchen. Ich brauche da noch ein Steinchen. Was ist denn das hier? Ach, da waren wir doch schon. Das kennen wir doch alles. Ach, das kennen wir doch alles hier. Ne? Wir brauchen noch einen Stein. Warte mal. Also, habe ich nicht eine Pickaxe oder sowas? Habe ich nicht, ne? Habe ich nicht. Da ist noch ein Steinchen. Ne, ist er nicht. Kriegst du so auch nicht auseinander. Ach, ich muss diesen losen Kram sammeln, was hier so rumliegt. Jungs, ich brauche hier irgendwie. Habt ihr den Stein gesehen? Da, ach, guck mal hier, ganz viele. Super, Steinchen. So, machen wir noch eine neue Steinaxt fertig. Die brauche ich ja. Palim, palim, sehr gut. Hammer. Genau, Katral. Du freust dich schon auf unsere zukünftige Festung auf dem Community-Server. Das tue ich auch. Das mache ich auch, weil das gefällt mir total. Man muss erstmal reinkommen. Das ist natürlich die Sache, ne? So. Habe ich jetzt mal eine. Na toll, wo habe ich denn. Ach da. Guck mal. Alles hier. Brauche nicht lange suchen. So. Komm her, Holzstumpf. Jetzt bist du reif. Komm, mach schon. Ich meine, der Anfang ist sowieso immer schwierig, ne? Das ist immer schwer zu handeln. Komm, huhu. So, Hölzchen, Hölzchen. Hier ist auch nochmal Holz. Oh, guck mal, das was zu essen. Oh, lecker, lecker, lecker. Da auf. Mm, und hier erst recht. Oh, ist das schön.
Da. So, hab nicht vergessen, ne? Käffchen. Och, der Macker will mir doch gleich eine Wäsche. Nee, er hat noch keinen Bock. Er kommt aber gleich. Ich hab hier, komm mal her, ich hab hier eine Keule. Die muss mal getestet werden. Ist die stabil genug? Komm mal her. Ja, komm mal her. Mann, du kriegst noch mal. Ich sag dir das. Hoppila, das war ja mal... Hat jetzt mal richtig Haue gekriegt, ne? Was? Den nehmen wir mit. So. Stell hinter die Werkbank zwei Wände und setz ein Dach drüber. Dann kannst du deine Axt und alles andere reparieren. Naja, stimmt. Das kann man natürlich auch machen. Kannst auch mit der rechten Maustaste blocken. Musst auch zwischendurch leveln. Ach, das Blocken muss ich leveln. Ja, klar. Nee, schon. Ja, nee. Ja, nee, natürlich. Klar, logisch. So, kann ich die Werkbank einsammeln? Station braucht Dach. Kriegt ihr eingesammelt? Mit dem Hammer oder so? Sammel ein. Komm her, mein Freund. Nee, geht natürlich nicht. So, warte mal, was habe ich jetzt hier gebaut? Das weiß ich selber nicht genau, ne? Das kannst du anbauen und hier auch, ne? Ja, weil ich im Weg stehe, ne? Natürlich. Ich stehe natürlich im Weg. Was auch sonst. Wenn da den Weg rumstehe. Jetzt passiert noch was hin. So, und hier bestimmt auch noch. Wenn ich Glück habe. Wenn da Glück haben tust. Nee, ich hasse nicht. Geht nicht. Okay. Großartig. Toll. Das geht. Das geht auch nicht. Geht nicht, weil... Der Baum ist im Weg, ne? Kaputt machen, neu setzen. Ach so, Schande. Aber es kann ja auch nicht so schwierig sein, ne? Eine Werkbank zu basteln. Ich glaube, das war gar nicht mal so schlimm. Warten jetzt hier. Nehmen wir den Hammer. So. Hammer. Herstellen. Werkbank. Was brauche ich denn dafür? Da brauche ich ein bisschen Hölzle. Okay, das ist ja nicht so dolle. Okay, warte mal. Das machen wir jetzt nicht. Wir bauen erstmal... Holzwand, genau. Da ist eine Holzwand, sehr gut. Kann ich da noch was drüber setzen? Das geht sogar, tatsächlich. So, haben wir noch was Offenes, Holzwand-technisches? Eine Tür. Das nennt man ja eine halbe Tür, ne? Also, da fehlt irgendwas an der Tür. Die ist ein bisschen halb. Steht hier halb Wand, halb. Haben wir denn irgendwas mal mit ein bisschen? Na gut, die machen wir da ein bisschen. Ja. So. Ne, kommt hier noch ein bisschen was dran. Das können wir später noch wieder wegreißen. So. Da noch mal ein bisschen. So. Und hier vielleicht auch noch. Dann müssen wir noch einen Rasenmäher besorgen. Ich habe bestimmt ich habe die garantiert. Ja, natürlich habe ich die verkehrt umgebaut. Bis auch ein Held. Fehlende Voraussetzung: Holz. Okay, Hammer und mittlere Maustaste. Sehr gut. Gut zu wissen. Kann ich wieder ausgehen hier? So. Opala. Ach ja, stimmt. Und der Vorteil war ja auch noch, du kriegst alle Ressourcen wieder, die du verbraucht hast. Das war wieder ein Vorteil, was ich toll finde. Jetzt persönlich. So, mal so rum, ne? So ist richtig, glaube ich, ne? So, hopp. Ja, warte mal, so. Hopp. Und hier nochmal ran. So, fehlende Voraussetzung. Hölzle. Wir brauchen Hölz. Ach Gott. Was brauche ich denn fürs Dach? Was brauche ich denn fürs Dach? Mit Dach mal gucken. Strohdach. Ach, du brauchst Holz. Na gut. Ich muss es ja immer, ne? Gut. Nehmen wir den Hammer wieder aus der Hand. Leg ich mir mal weg. Gut, wir müssen erstmal hier ein bisschen klar Schiff machen. Das Schöne ist, wir können ja alles abreißen, ne? So theoretisch kann man. Borussia schauen im Stadion. Okay. Ja, dann mal viel Spaß, ne? Dann hoffen wir, dass sie nicht ganz in den Arsch voll kriegen. Dass sie dann auch mal gewinnen irgendwann, ne? Muss ja auch mal sein. So. Baumfeld. Ach, du Schande. Toll, wir hatten den Baum so gepflanzt hier. Das ist ja furchtbar.
komme ich da wieder nicht hin. Dann lassen wir den Stamm hier weg. Wir machen ja Punkte wie verrückt, ja? Ah, der ist weg. Guck mal her, Baumstumpf. Hoppala, hoppala, hoppala. Alter, Leute. Oh mein Gott, machen wir unsere Hütte kaputt. Ach du Schande. Wir reißen ja hier noch mehr Bäume um, als was wir. Mein Gott. Hoffentlich ist keiner verletzt. Na, ich bin ja nur ich, ne? So viel sind hier ja gar nicht. Ja. So, nehmen alle mit. Alles, was hier so an Hölzer rumliegt. Was ist denn hier los? Also, guck jetzt mal an hier. Da war mal ein Baum. Ich glaube, den haben wir mit umgerissen. Ist ein Hund? Hoffentlich kein Zombie-Hund. Oh, Mist. Mist, wir räumen den ganzen Baum hier, den ganzen Wald hier auf. So kriegen wir wenigstens Licht hier mal rein. Mensch, mal Vorteile sehen hier. So, komm her, Baum. Warte mal. Ich glaube, die Axt ist wieder kaputt. Siehst du, die Axt ist wieder kaputt. So, wir gehen mal durch die Tür, wie sie jetzt gehört. So. Und werden hier mit dem Rest noch fertig machen. Nein, ich brauche jetzt mal ein bisschen Wand. Lass mal hin. So, ne? So. Ja, die wird jetzt viel zu klein. Aber es ist ja nur vorübergehend, ne? Ist ja nur so eine Ein-Mann-Hütte. Mehr brauchen wir auch nicht. Wollen wir hier ein bisschen Dach drauf zimmern, glaube ich, wäre nicht schlecht, ne? Was haben wir denn hier? Strohdächle. So, ne? Ist, glaube ich, nicht doof. Hier drüben vielleicht auch noch? Kriegen wir das hin? So. Ach, ich schon mal eine schnuckelige Bude, Mann. Zwar klein, aber immerhin Unsinn, ne? So, mal auf herstellen. So, kriegen wir die hier reingebaut? Das geht. Es geht nicht. Geht wohl. Geht nicht. Geht wohl. So. Sehr schön. So, mach das mal weg hier. Jetzt kann ich reparieren. Wie mache ich das? Upgraden. Oh, ich kann upgraden. Steinachs 2. Was fehlt uns? Ach, ein Level. Ja, super. Das ist doch großartig. So, wie mache ich das jetzt hier? Wie kann ich das reparieren? Zerlumptes Hemd reparieren? Nee. Das hier reparieren. Wenn ich wüsste, wie das geht. Repariere einen Gegenstand. Jetzt habe ich die weggeschmissen. Nimm die Keule. Mann. Hammer-Symbol. Da drauf liegen. Hammer repariert. Repariere, Steinachs repariert. Ach so. Die vielleicht auch noch? Steinachs repariert. Ach so, geht das. Das ist ja simpel. Das ist ja einfach. Das kriege ich auch nicht hin. Kostet keine Ressourcen. Auch das noch. Das ist ja günstig. Ach, ich brauche nur hier draufklicken. Ah, noch besser. Okay. Upgraden, craften. Was kann ich denn noch machen? Die Hacke. Werkzeug des Bauern, um den Boden zu ebnen. Nee, brauche ich jetzt nicht. Ich brauche was anderes. Holzpfeil. Sehr schön. Dann brauche ich auch noch ein Bögelchen. So ein Bogen wäre auch ganz cool. Aber ich glaube, so weit sind wir noch nicht, ne? Nee, ich glaube, so weit sind wir noch nicht. So, ich brauche irgendwie ein Bettchen. Ein Bettchen ist ja was zum Respawnen. War das nicht so? Bauen. Dekoration. Ist das ein Bett? Nicht was zum Schlaf?
Hüff. Der gibt mir so ein bisschen, ne? Der ist ein bisschen aufdringlich, der Knecht, ne? Hugin, was ist denn los? Ein Kopfpolster für die Erschöpften. Verbringe die Nacht in deinem Bett und gestärke und voller Energie zu erwachen. Okay. Eine weitere Verbesserung deines Eigenheims würde ein paar Kisten darstellen, in denen du Gegenstände lagern kannst. Es ist nie verkehrt, immer ein wenig Ersatzausrüstung vorrätig zu haben. Nur für den Fall, dass dir während deiner Erkundung irgendwas Unvorhergesehenes zustößt. Aha. Also wenn ich jetzt hops gehe, heißt das so viel wie alles ist weg oder was? Oder wie? Das wäre ja doof. Ich glaube, unsere Hütte ist zu mickrig. Die ist echt so klein. Die stoßen mir an den Kopf hier die ganze Zeit. Das geht ja gar nicht. Warte mal, jetzt habe ich hier 4. Ein Kistchen. Boah, da mein Kistchen, genau. Wie drehe ich den rum? Wie rum ist denn vorne? Ich glaube, das ist vorne, ne? Fehlende Voraussetzung. Was sind die Voraussetzungen? Holz, sag mir nicht immer sowas. Ich habe tonnenweise Holz. Du brauchst 10 Holz für so eine kleine, popelige Kiste. Der will mich doch verkohlen. Der will mich doch verkohlen, ja. So. Oh. Ach, hier liegt ja noch tonnenweise Holz rum. Mensch, ja. Machen wir das Holz hier weg. Bis sich noch jemand wehtut. Also wir wollen das ja nicht, dass hier sich jemand wehtut. So. Komm schon. Schlagen. Nein, nein. Also der Baum fällt sich, also der Wald fällt sich von alleine. Da brauchen wir gar nicht viel tun, ne? Auch wieder vorteilhaft. Da sparen wir wieder eine Menge Arbeit. Holz aufheben, ganz, ganz schnell. So, hier noch ein bisschen Baum. Ich habe Hunger, glaube ich. Oder? So, dann haben wir. Hier liegt noch einen halben Meter Holz. Es wäre Holz. Baumstumpf. Komm schon. Mach ihn weg. Aber sowas von. So, den auch nochmal. Der stört mich auch ein bisschen. Na gut, das ist dann so mal schnell weggeholzt, nicht? So, was war das noch? Eine Kiste, ne? Eine Kiste. So, wir brauchen eine Kiste. Super, wir haben eine Kiste. Kiste öffnen. Links unten siehst du dein Leben. 25. Das kann ich durch Essen erhöhen. Pass mal, essen wir noch mal was. Kannst nicht mehr Himbeeren essen. Ach, das kann ich nur einmal essen. Kann ich so ein bisschen klebrigen Pommes. Da ist einer draußen. Oh, ich habe hier was für dich. Du wusstest doch wohl jetzt nicht. Sag mir mal. Das mit dem Bauen hat nicht so ganz hingehauen hier bei uns. Das steht nicht so, wie es sein soll. Bauen. Wie war das noch mit der Wand? Top-Idee. So. Machen wir mal da eine Wand hin. So, ne? Du musst verschiedene Nahrung nehmen. Das habe ich schon. Ja, genau. Das habe ich schon irgendwie festgestellt. Man kann nicht das gleiche futtern. So, wenn ich jetzt da noch irgendwie einen Fußball reinkriegen könnte, wäre das schon cool. Das geht bloß nicht, ne? Ich müsste hier anbauen. Palim, palim. Und das kann ich einfach so abreißen, diese Geschichte hier. Den kann ich einfach so wegreißen. Wie geht denn das? Nimm mal die Axt. Bauen wir die Werk mal wieder weg hier. Los! Ja, komm weg mit dem. Damit, so. Du kannst bis zu 3 gleichzeitig nutzen. Nahrungsmittel höchstwahrscheinlich, ne? So. Hier nochmal dran. Warte mal so. Da vielleicht auch nochmal. Wieso geht das nicht? Doch, doch, doch. So. Ja, mit dem Baum muss man sich erstmal so ein bisschen, ne? Ranfuchsen, wie es denn funktioniert.
Eigentlich, normal ist das eigentlich relativ easy. Oder auch nicht. Guck mal drauf, wie man steht, ne? So. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Platz. Das kriegen wir schon hin. Das Dach sieht auch furchtbar aus. Die Hütte ist furchtbar. Ist ja auch nur der erste Versuch. Also, ne? Wir sind gerade angefangen. Ne? Wir wollen ja nicht schön bauen. Wir wollen nur lernen. So. Du kannst nicht mehr Himbeeren essen. Okay, Himbeeren geht nicht. Was haben wir denn sonst noch? Wir müssten vielleicht mal was Neues suchen. Was haben wir denn hier? Wir müssen auf jeden Fall dem Weg folgen. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Das ist unser erster Gegner, ne? Kann das sein? Hammer, mittlere Maustaste. War das auch für die Werkbank? Sag mir nicht, das war auch für die Werkbank. Naja. Generell zum Abriss. Gut, der hat dazu aber wieder was gelernt. Der lernt ab und zu doch mal was. Sollst dich wundern. Der lernt doch mal was. So, irgendwas zu essen wäre cool. Ach ne, Feuerstelle haben wir noch gar nicht. So. Hallo Hirschi. Dich krieg, glaube ich, so nicht zu fassen. Das wird so nix. Okay. Eine Feuerstelle, so wie Steine haben wir, glaube ich, gar nicht, ne? Ich glaube nicht. Dekoration brauchen wir nicht. Herstellung, verschiedenes. Da, eine Feuerstelle. Ist das Problem was? Dürfen wir nicht im Haus, ne? Es gibt Probleme im Haus. Die Feuerstelle. Schön. Das ist doch schön. Was können wir da machen? Benutzen. Objekte 1 bis 8 benutzen. Nee, das will ich nicht. Was ist denn das jetzt? Du wirst Feuer ins Holz. Holz ins Feuer. Ja, das läuft schon bei dir, Toba. Ich merke das. Das läuft richtig gut. Mhm. So, Objekte benutzen. Was kann ich denn da benutzen? Aha. Okay. Gut, das ist schön, das brennt. Großartig. Großartig, das brennt. Wunderschön. So, immer noch Level 1. Wann kriegen wir denn mein nächstes Level? Das Dumme ist, das sehen wir auch nicht, ne? Oder sieht man das irgendwo? Nee, ne? 31 Leben haben wir. Gut. Wo sind wir jetzt denn? Lass uns mal ein bisschen hier bergauf gehen. Wir brauchen ein bisschen Lebensmittel. Irgendwas zu essen. Ein Ascht. Da war ein großer Stein im Weg. Ich glaube, das finden wir nie wieder, ne? Oder? Finden wir das wieder? Ich glaube nicht, ne? Das kann man nicht markieren, wo das ist. Ne? Das muss ich mir merken. Oh Gott, merke ich mir eh nicht. Wie viel kann ich da mitschleppen? Was habe ich jetzt hier? 114 von 300. Oh. Warte mal, das Hölzchen brauche ich gar nicht mitschleppen, das Ganze, ne? Das kann ich doch hier lassen. Wir lassen das Holz mal hier. Oh, was haben wir hier denn? Oh, was ist denn das? Ja. Irgendwas glänzt hier, doch. Was war das? Ach da, Buchensamen. Cool, den kann ich doch bestimmt irgendwie einpflanzen. Pflanz mal ein. Tür ist offen, ne? Tag der offenen Tür haben wir hier. Super. So, können wir hier alles, ne? Die nehmen wir noch mit. Ich weiß gar nicht, wozu wir die brauchen. Um neue, ach, damit neue Buchen wachsen. Das ist großartig, ja. Das waren meine Klamotten, ne? Immer besser als nackt zu sein. Das ist richtig. Fühlt sich ausgeruht. Wozu brauche ich das hier? Nehme ich mal da rein. So. Ich mache hier die Tür zu. Muss ja nicht jeder rein laufen. Die können dann rein springen. Du kannst die Werkbank durch Anbauten erweitern. So kannst du sie upgraden. Sehr cool. Sehr schön. So, ich wollte jetzt. Ich wollte den Weg da hoch, ne? Ich wollte da mal rumlaufen. Ich wollte mich mal so ein bisschen umgucken hier. Vielleicht finde ich auch noch irgendwas zu knappern. Das ist so ein bisschen Snacks und sowas, ne? Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, ich glaube, da hinten ist unser erster Gegner sozusagen.
Aber dafür brauchen wir ein bisschen Steine, die wir mitnehmen, ne? Warum nimmst du nicht mit? Pass mal. Oh, hier so viele Steine. Guck mal hier. Steinchen, Steinchen. Ruppala. Was war ein Ruppler? Warum Ruppel? Uiuiui. Das ist aber steil hier. Ruppala. Das ist aber echt mein lieber Freund. Warte mal, hier ist noch was. Komm her, Stein. Oh, hier oben ist auch ganz schön, ne? Schöne Aussicht oder so, wenn das mal nicht so... So, wo sind wir jetzt? Da sind wir. Chef wohnt irgendwo da hinten. Ich glaube, soll ich noch nicht hingehen, ne? Für Stufe 2 musst du den Hackklotz bauen und neben die Werkbank stellen. Habe ich sowas? Kann ich sowas bauen? Ich glaube nicht, ne? Holzstoß. Steinhaufen. Ach, das ist zum Steine sammeln. Holzstoß ist auch dafür da. Alles so, klar. Super. Dann müssen wir das auch bauen. Strohdach. Holzwand. Palisaden. Alter, da kannst du richtig was bauen hier. Boah, ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich da so richtig mich auslassen kann. Aber noch ein bisschen früh. So, wir wollen hier ein bisschen rumlaufen. Keine Kiste. Ja? Keine Kiste. Ich glaube, der Chef wohnt irgendwo da hinten. Lass uns mal hier so ein bisschen rumlaufen. Ich will mal ein bisschen gucken. Ich muss auch nicht jedes Mal auf die Karte lauern. Ich kann auch da hinlaufen. Ich laufe da einfach mal hin. Die Himbeere blinkt. Du fängst an zu frieren. Wir kriegen bessere Klamotten. Das ist immer noch eine Frage. Ich finde auch nur Himbeeren hier. Haben wir nicht noch Brombeeren oder sowas? Ich brauche mir was anderes. Das ist doch duster hier, ne? Da nehmen wir die Fackeln hier an. Wir machen ja... Oh, hier, guck mal, da. So. Siehst du, wir sind Licht an. Wir werden was sehen hier. Wollen wir ein Steinchen mitnehmen? Nehmen wir Stein mit. So, hier ist noch einer mehr. Halt, du hast den Stein vergessen. So. Ich will mal gucken, was hier so ist. Und was das da vorne ist. Da wollen wir einfach mal lauern. Andere Biome bringen andere Früchte. Also. Okay. Das sieht schon mal nach so einem Opfer-Steini-Steini aus. Da ist doch schon wieder unser Knecht. Hallo Hirschi. So, mal hören, was er sagt. Die Bestie anrufen. Du bist einen Beschwörungsort der Wächter gefunden. Du hast einen Beschwörungsort der Wächter gefunden. Bringe an ihrem Altar das richtige Opfer, damit sie dir... Mit zu dir kommen. Aber nimm dich in Acht. Die Wächter sind keine leichte Beute. Also stell zunächst eine mächtige Waffe her, leg deine beste Rüstung an und iss eine herzhafte Mahlzeit, bevor du es auf den Kampf ankommen lässt. Sehr gut. Das würde ich auch machen. Was ist denn die Opfergabe hier? Mystery Altar. Ich glaube eher mal, müssen wir hier so ein Hirsch hier umlegen, dass wir da vielleicht was bekommen. Was steht hier denn? Lesen. Jage seine Nachkommen. Ach so, wir müssen erstmal hier so ein bisschen was machen. Können wir ja nicht, weil wir haben ja nichts. Ich glaube, du müsstest ein Schwein jagen. Dadurch bekommst du wieder neue Ressourcen und Rezepte, Raskia. Okay. Ja, aber das Problem ist, ich kann ja kein... Nee, ist kein Stein. Doch, ist ein Stein, aber ich kann es nicht mitnehmen. Aber das Problem ist, ich kann die ja nicht jagen. Ich habe ja keinen Pfeil im Bogen. Ich kann ja nicht mit Messer und Gabel hinterher laufen. Das ist ein Wildschwein. Ich sehe es. Da ist ein wildes Schwein. Ich habe eine Keule. Ich bin bewaffnet, Freunde. Ich kann euch hauen. Da war ich ein bisschen schwer. Also ein kleines Schweinchen. Ich bin immer so ein kleines Schweinchen. Hallo, kleines Schweinchen. Upsala. Der Bogen. Siehst du, hau mal ein Schwein klein, dann weißt du schon, wie es weitergeht. Ja, aber andersrum liebe ich das ja auch so, dieses Early Access Ding ist, ne? Da weißt du immer nie, hast kein Tutorial, gar nichts, da weißt du nicht, was los ist. Naja, ich bin hier bewaffnet, willst du herkommen? Bleibst du hier? Kommst du hierher? Sag mal, komm her.
Warte mal, ich muss erstmal austauschen. Du bist auch noch da. Boah, hier. Kommst du ja wieder zurück, du Schlingel. Jetzt kriegst du von mir Kloppe, du. Bist du wohl stehen dann? Ah, hier warte ich, ob du wieder da bist. Komm her. Ich bin immer noch hier. Komm her. Jetzt haut er ab. Jetzt haut er doch tatsächlich ab. Jetzt kriegst du aber nochmal Aue. Ich bin der Angreifer. Mist. Jetzt haut er wieder. Da bist der wieder. Na, kommt her. Ich verteile auch gerne. So ist das nicht. Hallo. Wo seid ihr denn? Da hinten. Ah. Guck mal, jetzt kriegst du noch mal einen. Du kriegst noch einen mehr, du. Mist, geht nicht. So, pass mal auf. Wie mache ich denn eine Axt? Eine Keule, Hammer, Fackel. Oh, komm mal wieder. Du kriegst noch mal einen. Ich krieg dich noch. Wenn du mal stehen bleiben würdest, dann würde es einfacher sein. So. Palim, palim. Ich habe Fleisch in der Tasche. Gleich wird eine Keule genascht. Aber erstmal sehen, ich glaube, das muss ich an der Werkbank basteln, ne? Ich glaube, es geht dann nur an der Werkbank. Fähigkeiten verbessern, rennen. Ich kann besser rennen. Cool, das merke ich auch gleich schon. Die Füße überschlagen sich nicht mehr. Hier. Komm her, Eckart. Nein, das ist Boar. Die heißen alle Boar. Ach, die Ausdauer. So, warte mal, wir wussten zu Hause. Ich glaube, zu Hause ist da hinten irgendwo, ne? Dass man das nicht markieren kann? Oh, warte. Hier ist noch Holz. Hölzchen nehmen wir mit. So. Gehen wir durch den tiefen Wald und nehmen noch ein bisschen Himbeeren mit. Weil die sind ja gerade da. Himbeeren. Himbeeren. Ach, die Zeit ist schon wieder durch. Viel zu lange. Mensch. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ne?